Es ist schon eine kleine Tradition. Einmal im Jahr verleiht die Münchner Anwaltskanzlei Dr. Lang und Kollegen mit ihren Partnern den Preis der Initiative Werterhalt und Weitergabe. Bereits zum 6. Mal vergeben die Münchner Erbrechtsexperten diesen Preis. In diesem Jahr erhält ihn Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, Familienoberhaupt der ehemaligen Postdynastie. Sie hat sich in besonderer Weise um die Weitergabe traditioneller Werte verdient gemacht. Das Fürstenhaus von Thurn und Taxis, das für eine viele hundertjährige unternehmerische Tradition steht. Eine erfolgreiche Tradition. Misstrauen und Häme sind groß. Wie will sie, die nichts gelernt hat, den Besitz retten? Tuscheln ihre Kritiker und Neider. Sie studiert Betriebswirtschaft und rettet, indem sie Teile des Unternehmens verkauft, Tafelsilber versteigert und intensives Marketing betreibt. Ist sie manchmal nervös? Schlaflose Nächte insofern vielleicht, dass ich mir überlege, dass ich mir ständig nachdenke, was kann ich noch besser machen. Stellvertretend für Fürstin Gloria von Thurn und Taxis nahm der Landtagsabgeordnete Florian Streibel den Preis entgegen. Er wird ihn persönlich in Regensburg übergeben. Meine Damen und Herren, Sie alle kennen das Goethe-Zitat. Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen. Die Familie Thurn und Taxis hat sich wie kaum eine andere deutsche Familiendynastie diese Maxime beeindruckend zu eigen gemacht. Fürstin Gloria von Thurn und Taxis reiht sich damit in die Riege der Preisträger der vergangenen Jahre ein. Dazu gehören unter anderem Klaus Hipp, Charlotte Knobloch, Baron Philipp zu Guttenberg und der FC Bayern München. Diesen Persönlichkeiten ist eines gemeinsam. Sie haben in der Vergangenheit sich sehr mit dem Generationentransfer auseinandergesetzt und haben diese Aufgabe hervorragend gemeistert, und zwar unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Und genau das ist auch die Intention des Preises: Werterhalt, Weitergabe, Nachhaltigkeit, was heutzutage gerne mal vergessen wird. Ich glaube, dass sich eine Gesellschaft wie unsere doch bewusst machen soll und das auch ständig bewusst sein soll, dass wir viel mehr weitergeben außer Kapital. Die Preisverleihung fand diesmal im Münchner Maximilianeum statt, initiiert von der Kanzlei Dr. Lang und Kollegen mit ihren Partnern, der HMW Innovations AG, der Sacher GmbH, der Proxima Unternehmensberatung, der Medisin AG und der ABW Treuhand GmbH. Musikalisch umrahmt wurde der Festakt durch ein Ensemble der Münchner Schule für bayerische Musik. Thank you.